Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Nächstes Mal haben wir ein Verbrechen aufgeklärt. Jemand hatte Teile von unserem guten Mecha-Freund gestohlen. Das waren zwei fiese Nopons, die ihre Taten zutiefst bereuen. Und heute geht's auch weiter um Nopons. Wir haben einen Nopon, der übt, Flötenspieler zu werden. Also Wegweiser. Und wir helfen hier natürlich in Kolonie 30 erstmal weiter aus. Oh. Das ist verständlich. Und irre putzig. Beziehungsweise rührend. Der will seinen toten Freund in Ehren halten. Das ist wahrscheinlich sogar seine Flöte. Er gibt sein Bestes, ne? Dieser Nopon da. Hallo, Wei Wei. Wir haben hier zwei Wegweiser. Ja. Aber lieben gern doch. Wo sind diese Hügel? Hier irgendwo. Na gut, dann reise ich mal hier hin. Wird schon irgendwie passen. Und dann suchen wir mal seinen mittlerweile toten Freund. Natürlich. Höhlen sind dafür da, reinzugehen. Eventuell führt die ja sogar dahin, wo ich hin will. Ja, das hier ist die Rotes-Hügelkette. Ich müsste hier sogar lang. Oh, das da vorne sieht aus, als ob da ein Boss rumläuft. Ist das ein verrottetes Wrack? Ja, das ist ein Wrack. Okay, ich muss die ganzen Lykosse hier fertig machen. Die sind nur Level 23, also sollte es schnell gehen. So Leute, das war der letzte Lykos. Zehn von 10. Dann aktivieren wir mal das Ding hier, aber erstmal gönne ich mir den Container. Ach ja, lässt sich noch nicht öffnen. Ich muss es erst aktivieren. Ich darf nicht meine eigene Reihenfolge haben. So, den Äther sollten wir eventuell gerade so haben. Ja, ganz knapp.
Ein neues verrottetes Wrack. Das könnte mir helfen, die Materialien hier aus der Gegend für Mecha-Freund zu holen, beziehungsweise die eine Mission da. Wir haben auf jeden Fall echt viel XP gerade. Oh, Autoausgleiche, Abweisungs-Dingsbums. Klingt nett. Ach ja, das fällt mir auch so ein, ne? Wir sind ja Level 40. Wir haben hier was neu freigeschaltet. Für alle. Also alle können ein weiteres Juwel tragen. Ich kann auf alle Techniken Fusionsangriffe machen und ein neues Talent hinzufügen. Erstmal bei den Techniken. Jetzt habe ich hier auch nochmal eine Option. Oh, ich nehme das hier mal. Talente. Aber die Crit-Rate höher. Guck mir auch mal eben kurz die beiden Ausrüstungsobjekte an. Autoausgleicher war's und Abweisungsärmel. Taumeln wird verhindert. Okay. Ich guck dabei natürlich auch, ob irgendwer mit seiner Klasse schon fertig ist, ne? So, und die Synchronisation, da habe ich doch bestimmt auch was am Punkten, oder? Ja, hier kann ich doch auch wieder ein bisschen was ausgeben. So, erhöhen wir mal die Angriffspower. Ja? Das kann ich mir auf jeden Fall noch gönnen. Das könnte eigentlich auch praktisch sein in einem oder anderen Moment. Hey, hier waren nicht mehr so viele Punkte. Ich habe für nichts Punkte. Außer für Hitzeausgleich. Angriffskraft ist immer gut. Dann fehlt nur noch hier. So, wir schicken rein. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen ausgebaut. So, wer von euch hat für mich was? Ja, ich nehme den mal mit. Was hast du denn eigentlich so zu verkaufen? Sachen, die ich eh schon zigtausendmal habe. Okay, danke fürs Gespräch. Aber ich will mal hier ein bisschen Material rausfischen. Mal gucken, was da so rauskommt. So, zweimal mache ich. Oh, ich glaube, hier könnte ich das gut farmen, was ich für die Maschine brauche. Diese Mini-Fabriken sind dafür generell sehr gut. Da liegt sein toter Freund.
Er gibt sein Bestes. Klingt so rührend, ne? Noch kein Problem. Möge er in Frieden ruhen. Damit wäre ihm geholfen. Okay, dann auf zur nächsten Nebenquest. Oh, direkt neben mir ist was runtergekommen. Ja, bin ich eigentlich nur in die Richtung da. A supply drop. Wow. How rare is that? There they are. The Levnesses from the third unit. Wo? Ich sehe sie nicht. Wow, you're a real pro, Valdi. Ach da! Ne, wir mal sofort, ne? Du bist der Letzte, ne? Wir sind wegen euch gekommen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Ich würde mal sagen, schau mal auf deine Iris. Ja, die Wartung ist wichtig. Sie gehen raus am Fan. Und eine weitere Quest abgeschlossen. Da war doch irgendwo der Nachschubabwurf. Ja, genau, direkt hier vorne. Komm, den können wir uns doch auch direkt gönnen. Leckere Nachschubvorräte. Lecker, lecker. Und hoffentlich nichts, was uns umbringen will. Ach, eh nur Level 20er von denen. Wow, da war ja nicht sonderlich viel drin. Ist hier irgendein Boss eventuell noch zum Verkloppen? Dass ich hier einen weiteren Schnellreisepunkt bekomme? Okay, da ich hier die Gegend ein bisschen angucken. Da sehe ich doch einen Ferronis-Wrack schon wieder.
ich hier noch geguckt habe. Oh. Level 35 hier auch noch. Die Viecher, die ich bekämpfen muss. Okay, da werde ich ein bisschen brauchen. Ihr seht es, wenn ich das letzte Vieh umgeklatscht habe. So, hab gerade den letzten vernichtet. Dann aktivieren wir mal dieses Wrack auch mal. Das hatte ich eigentlich nicht mal auf dem Plan, aber ich sag natürlich auch nicht nein. Ein Wrack ist ein Wrack. Oder auch ein weiterer Reisepunkt. ...20 werden hier benötigt. Okay, ich muss mal wieder Ether sammeln. Hab ja kaum noch was. Ich sehe da ganz hinten im Hintergrund auch noch eine Hülle rumstehen. Naja, rumliegen. Aber hey, eine weitere Nebenquest abgeschlossen. Haben 4 Nebenquests heute schon gemacht. Und da ist sogar eine Info zum Zuhören. So, hier ist ein Container. Hier mit vielen Nupermünzen. Ein Jadeverstärker und ein Reif der Weisheit. Was machen die denn? Oh, bei Noah kann ich die Klasse wechseln. Nimm ich mal als nächstes die Klasse von Juniper. Jadeverstärker, Reif der Weisheit, erhöht Heilkraft, erhöht Agilität. Reif der Weisheit wäre für einen von denen hier ganz gut. Und hier? Oh, sogar hochwertige Edelsteine, Notspeicher und Silbergurt. Den Silbergurt kenne ich. Der war nicht so gut. Außer für die Angreifer. Okay, das klingt eigentlich sehr praktisch. Davon bräuchte ich 6. Für jeden eins. Ja, dann für jeden auch das dritte Item. So, du darfst mir erstmal ein Steinchen geben. Da streiten sich auch 2 andere Nopods im Hintergrund. Ein weiter roter Stein. Okay, erhöht ausgeteilten Schaden an Landmonstern. An Luftmonstern. Könnte auch nützlich sein. So, für jeden einfach mal 1. Falls ich sie mal ausrüsten will. Und natürlich gönne ich mir hier auch 2-mal den Betrag. Aber mal gucken, was dabei rauskommt. Kann ich bestimmt gebrauchen, das Zeug. Something so valuable. Ich habe das Gefühl, dass ich die Dinger wirklich gebrauchen kann. Habe ich eigentlich genügend, um die Leute hier über Bonus-OP nochmal eine Stufe steigen zu lassen? Ja, sogar auf Stufe 43. So, und da hinten in der Ecke habe ich noch eine Höhle gesehen.
Die ich noch nicht hole, weil dann Level 68er direkt davor steht und der mich one-hittet. Aber die Höhle da oben auf dem Felsen kann ich holen. Da wartet nicht der Tod auf mich. Eigentlich müsste ich mal die komplette Karte erkunden, jedem Gebiet. Boah, da unten kloppen die sich schon wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass da unten in dem Treibsand ein richtig starker Boss auf einen wartet. Ach gut, sonst sehe ich jetzt hier nichts weiter, ne? Hat hier immer noch nicht den Weg, wie man da hinkommt. Wobei hier definitiv eine Nebenquest ist. Da ist echt die Frage, wie man da hinkommt. Könnte ich mal gucken, ob ich da hin kann. Das ist auf jeden Fall Level 41er Monster. Wir sind zwar mittlerweile recht stark, aber man darf die Gegner auch nie unterschätzen in diesem Spiel. Nur weil man ein gleiches Level hat, heißt das nicht, dass man dem über ist. Dem man gegenübersteht. Beispielsweise, wenn da so eine Spinnenkolonie ist. Die können mich auch übelst gut wegrecken. Diese Kroktole zum Beispiel gerade eben bei dem Veronis-Fass, die waren alle Level 35. Als ich gegen drei Gegner von denen gleichzeitig gekämpft habe, da hatte meine Truppe keine Chance. Man darf das echt nie unterschätzen. Ich denke mal nicht, dass dort irgendwo ein Boss auf mich wartet. Ich will mal gucken. Da hinten, wo Fragezeichen ist. Komme ich da easy peasy friedlich durch oder erwartet mich dort der Krieg? Ich sehe auf jeden Fall eine Kolonie dort. Die sehe ich von hier. Ich glaube, da komme ich nicht ohne weiteres rein. Guck mal, ich werde hier ja schon angegriffen. Ich renne einfach mal durch. Kolonie Iota. Ich habe hier einen Reisepunkt auf jeden Fall. Einfach mal durchsprinten. Ich fange keinen Kampf an, den Kampf verliere ich eh. Hallo, ich renne mal in eure Kolonie rein. Hat sogar funktioniert. Das hat sogar funktioniert, einfach reinzurennen. So nice of you to come to us. Be assured, I appreciate the kindness. We don't really enjoy being hunted. The hunter's role is more our speed. Our time is precious. If you insist on barring our way, we'll do what needs to be done, old compatriot or not. Ach, dann kämpfe ich jetzt noch gegen Kolonie Iota. Oder besser gesagt gegen Alexandria. Sie ist bestimmt ein neuer Held. Ja. Safe. Oh, ich gehe zum Glück mit vollem Leben in den Kampf. Ach, guck mal, mit den Nebenquesten habe ich ihr, glaube ich, die Kameraden genommen. Und da oben auf dem Berg wäre wahrscheinlich diese Sequoia noch gewesen. Aber keine Ahnung, wie ich da dran gekommen wäre. Leute, konzentriert euch erstmal auf die hier, dass die keinen mehr als Hilfe hat. Das wäre wesentlich praktischer.
als erstmal den Boss fertig zu machen. Und ich heile mal den Trupp. Dafür ist das immer ganz gut. Gegen die Truppführer werde ich eh die Kette einsetzen müssen. Verdammt, ich wollte noch den Ultra-Angriff auf sie einsetzen. Okay, jetzt ist sie auch alleine. Die war ja beim ersten Mal, wo wir sie getroffen haben, ja auch zu 5 unterwegs. Also ich gehe wirklich davon aus, mit jedem Trupp, den wir jetzt fertig gemacht haben, hat sie einen Kameraden weniger jetzt gehabt. Naja, sie kriegt jetzt erstmal eine Angriffskette von mir. So Leute, ich bin jetzt hier gerade so langsam am Ende der Angriffskette und ich sehe da oben rechts schon eine neue Attacke, Extremimplosion. Die hatten wir definitiv noch nicht. Bin schon gespannt, wie das aussieht. Unsere Freundin liegt jedenfalls schon mal K.O. am Boden. Oh, besiegt. Phew. Made it through that somehow. How many times are we going to have to do this? I was just about to say that. Noch ein Konsul. Manners. That is Master E to you. I put a lot of effort into developing this drama, and now it's all wasted. Breaking her spirit, then fashioning her in my own image. She ought to have been my masterpiece. What's the pilot going on about? Alexandria, my cherished game piece. You should have made it much farther. Who are you calling a piece? Neither her nor us will ever be what you want us to be. Oh, oh. Of course you will. And of course you will. After all, that's just your role. Very well. I think it's time for a quick rewrite. No use for all of these imbecilic side characters. Du bist ein Nebencharakter. Okay, der sieht krank aus. Okay, der Kampf wird heftig. Ich liege. Typ macht unglaublich viel Schaden. Warum drehst du dich genau jetzt um? Dich werde ich so platt machen und diese Kolonie befreien. Darauf kannst du Gift nehmen. Was labert der die ganze Zeit? Der hält auf jeden Fall gut was aus. Wie? Ich zeige dir wie, indem ich den hinterpiekse.
Oh, er schwankt! Irgendwie funktioniert meine Ohnmacht nicht. Aber wisst ihr, was funktionieren wird? Meine Angriffskette! So, Zeit für deine dämonische Strafe. Frisst den ultimativen Hammer. Ich habe übrigens ein bisschen reingepfiffen. Ich hatte nicht gesehen, dass Taion K.O. war. Aber was ich sehe, ist eine Stufe 3 Synchro. Erstmal meinen Trupp heilen. So, für dich ist das hier unblockbar. Ich glaube, wir können bei ihm aber trotzdem gleich noch eine zweite Angriffskette hinterher jagen. Oh, Stufe 3. Sehe ich da. Tu allen einen Gefallen und fall einfach um, okay? Niemand mag dich, Mobius. Aua, was war das denn für ein ultimativer Angriff? So, ich heil mal wieder. Hey, doch jeden Fall was aus. Weißt du was, du kriegst jetzt eine zweite Angriffskette. Ja, diesmal konnte ich die Kette nicht so perfekt nutzen. Aber Tod ist ja trotzdem fast. Fall um! Er ist K.O. Weg mit der Uhr. Everyone all right? Yeah, more or less. For now, but all this fighting really takes its toll on you. Oh, really? That's not how it looked from where I was standing. It was impressive the way you beat him. And a big help, too. Wait, what's she saying? Dame Alex! I'm putting my foot down, only boring run-of-the-mill plans from now on. This one gave me anxiety. I said I was sorry. Don't cry. So it all went down according to your calculations? Our goal was the defeat of the consul and to be released from his control. Though it was a long acquaintance we had, at least until we uncovered that lie of his. What was he lying about? It's a long story. But yeah, anyway, so. Making an enemy of the consul would have been a big gamble for us too.
So to weigh the risk, we had to figure out just how strong you lot actually were. So you used your friends and colony as bait. You thought if we were strong enough to deal with you all, we could stand up to the Consul too. You seem bitter about it. But there must have been another way. Dispatch a scouting party or... Oh, come on. We'd all reach homecoming before we got anywhere like that. Sure, but see how much it cost you. It's not worth the sacrifices. There is no victory without sacrifice. If you fight according to those musty old textbooks, you'll always be too slow. You're an old-fashioned man, aren't you, Tyon? Eventually. What? Dame Alix, I don't think they'll respond well to that line of exposition. Only Ouroboros can destroy our flame clock. Shouldn't we consider asking for their help instead of riling them up like this? Sind schon dran. I'm not riling up anyone. Just some gentle teasing among friends. Dame Alix doesn't actually believe the ends justify the means. You'll understand if you look closely at the colony and how things are here. Das werden wir. What do you think? Might be good to look around before we enter into any partnerships. What if that's exactly what she wants you to think? Let's cross that bridge when we get to it. For now, sind wir jetzt Freunde? She was quite open with us this far. Good grief. How did softies like you even survive this long? Einfach durchkloppen. Dame Alix. I'm sorry. I admit I may have crossed a line. We'll have time to say goodbye to the old girl later. Come along. I'll show you how we fight here. Ich will nicht. Huh. Would you believe it? Ich latsche dir einfach mal hinterher, ne? Ich weiß, der Part ist schon ein bisschen lang. Ich latsche einfach hinterher. Gucken, was die noch will. Hier will uns ja zum Glück keiner mehr verprügeln. Hoffentlich. Wie lange soll ich hier noch hinterherlaufen? Wahrscheinlich bis hier an die Kante. Ah, got another one. Levinus repair parts? We got them, but no means of transport. Usual route goes the long way round. No, there's a colony we could route through. Those cylinders, we'll manage. We can add 2 days. We can make it on time. Prioritize speed. Start with light goods. That's the list there. I'll forward it on too. What do you know? They're really pro at that. They're not just regular soldiers. More like, they're all officers. We're reading the flow of goods to learn of the war. It's a very flat hierarchy here, you'll find. Using a minimum of people to achieve maximum results. That's the way we like to fight. Of all the colonies in Ionios, we're a bit extreme in the way we use the cards. Pretty special, right? You mean the cards in the Iris? Yes. They tell us what's needed as of right now, and it's an easy and efficient tool. Soldiers' wills and skills, on the other hand. Feeling useful makes you confident. Confidence teaches a soldier pride. Pride binds the team, fosters productivity, and leads a colony to victory. Right? As a result, we can invest ourselves in more research, and it takes us a step beyond. A step beyond? Well, I did propose them. It's quite basic. Wait, the Collectopedia cards,
You made them? The castle folk developed them. All I did was to issue the request through the console. Meaning you made a deal with the castle? Surely that's not... I didn't do it lightly. It was necessary. Doing the same as everyone around you, it's always the same outcome. Following the playbook to the letter is hardly a strategy. And so I'm old-fashioned? You're not mad this time. I realized there was no ill will. We fight when we're confident. You and I think we're the same in that regard. I'm getting the impression that something must have changed you. Thank the previous commander for that. He was a rash type, like this big one. It winds you up, doesn't it? I get what you mean. Oi, what the spark? No matter what happens, you fight to keep everyone alive. And that's what makes a colony. All right, Alexandria. I understand you now. Do you think we'll be useful? Doesn't matter. I don't see people that way. Oh. Time to head back. We've unfinished business. That's right. Time is precious. Darf ich jetzt die Kolonie-Uhr kaputt machen? Also die Flammenuhr? Ich will die kaputt sehen. So all that's left is to smash it, yeah? Yes. That way, Colony Iota will be free. I'll be honest. I'm not 100% on board with how you played this. I don't appreciate being manipulated. Ich auch nicht. I'm sorry about tricking you before. I really do regret it. Yeah? What's to say you're not tricking us even now? Insolence! Aber berechtigte Annahme. But I would like to know what exactly your goal is here. When you think about rules, you have to realize that they are closely entangled with the intentions of whoever set them. I don't suppose you'll believe me, but I just want to see what life's like outside of those confines. No. I believe you. From everything you've told us, I can see how serious you are. Thank you. And I'm counting on you. Let's keep it on the straight and narrow from now on. Klingt doch gut. Interesting choice of words. Plans? No, it's fine. I'm sure she's got nothing else left to hide now anyway. Love. She's still so was hast du noch zu verstecken? Dame Alex? No, I've got this. I'm not as old as I might seem. So I don't quite have the authority you might think yet. You don't... Wait, which term are you in? Sixth? What? Shut up, you cannot be sixth term. Hush, not so loud. I thought for sure we were the same term. You just have this dignity about you. I work really hard for that, you know? Some colonies plan surprise attacks if they work out the timing of when the next generation of soldiers rolls over. And also, well, you know, reasons. What reasons? Dame Alex thinks she looks too young, so she likes to put on a touch of cosmetics to give her features extra character. That was not public information! You were just gonna leave them all guessing otherwise. Not really what I expected. Well, that's your fault for assuming, isn't it? Having presence is important for a commander. This might be going over my head, but it sounds like a struggle. Das ist etwas, wo ich mich nicht drin einmische. You know this are my team chiefs and Chickadee. This is one secret I expect you to take with you unto homecoming. We understand. We won't tell anyone.
Na, endlich weg mit dem Ding. Here we go. Und wieder eine Kolonie befreit. Hui! Und wir haben Alexandria freigeschaltet. Taion kann sie nutzen. Also ihre Fähigkeiten. Frontkämpfer, Rolle Angreifer, der Schaden steigt mit jedem kritischen Treffer. Doch Vorsicht, Kampf und Fähigkeit setzt den Schadensbonus zurück. Okay, klingt heftig. Na gut. Ich sag mal, die Folge war jetzt wirklich weit lang genug. Also weit mehr als lang genug für heute. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Ich hoffe, ich kann zumindest ein bisschen das runterschneiden, dass es für euch ein bisschen kürzer ist. Bei mir ist das jetzt hier über eine Stunde lang. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!